nochmal zur Wiederholung, dass wir bestimmte Immunmarker haben heute im Blut, die uns ein bisschen helfen, die Diagnose einzuengen. Ja, und dann, mir geht es darum, zu differenzieren oder bei konservativ gerechnet von New England Journal of Medicine. Wir nehmen an, dass es mindestens 80 oder 90% sind. Wenn Symptome da sind, ist der Keim noch da. Ähnlich wie früher bei der Post-Lyme-Borreliose oder wo alle dachten, naja, das ist der Schaden, der zurückgelassen ist. Das sind noch aktive Keime im Körper mit den Immunreaktionen. Wenn die Leute diese Bauchbeschwerden haben, dann sind die probiotischen Mittel super effektiv und wichtig geworden. Dann hat dieser Mensch eben ganz schlechte Karten. Und das ist das Problem. Deswegen haben wir so eine große Streuung. Wir haben Menschen, die haben, sagen wir mal, eine intensive Immunreaktion und einen heftigen Verlauf und haben hinterher nichts. Und wir haben Menschen, die haben einen harmlosen Verlauf. Da ist aber dieser Keim, dieses Virus auf fruchtbaren Boden gefallen und macht dann eben etwas. Und wir haben natürlich über unsere kinesiologischen Sachen, aber da trage ich ja Eulen nach Athen, über unsere Kinesiologie nach Klinge hat die Möglichkeit, diese Dinge dann nicht nur in der ART zu bestätigen, sondern selbstverständlich auch zu überprüfen, mit welchen Mitteln wir dann diese Belastungen loswerden können. Das ist ja das, was wir von Dietrich gelernt haben.